Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadi nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahaddins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Psch. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit. Ich bin gar nicht da. Auf weiter. Als ob ich für Wachen hier rumlaufen. Nee, nicht da rein. Hey. Ja, ist ja schon gut. Ja, warum muss er auch durch die Wachen da laufen? Das ist doch Bullshit. Geh mal weg. Hier drüben! Tötet ihn! Ich will dich gar nicht umbringen. Nur beklauen. Oh nein, was ist passiert? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Nein, wie furchtbar. Ich würde nur selbst was Furchtbares tun. So. Jetzt den Bürger retten. Oh. Ich bin hier auf dem Weg. Ja, habe ich. Zensier. So, gut, komm her. Ich danke. Ich danke. Ja, ja, ist ja gut. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Jo. Bürger retten. Was ist das? Was ist das nochmal für ein Symbol? Weiß ich gerade nicht. So, erstmal hoch. Weil ja, ich kann. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, ihr tut mir bitte. Weh. Erstmal den schweren Typen wegmachen. Dich wegmachen. Zack. Wieso ist so Handy in den Hüften? Oh, was ist denn wieder für die Unordnung hier, ey? Das gerade gesehen? Ja, ist gut, Junge. Echt so viele von euch. Kommt man gar nicht hinterher. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Ja. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Alles klar. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Jo, alles klar. Informantenherausforderung. Wer könnte das getan haben? Weiß ich nicht. Da, da, da. Alter, ihr. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Ach, nee.
Links, ja, links, links. Jetzt links, jetzt geh links. Er geht nicht links, er geht geradeaus. Haltet sie mir vom Leib! Ja, ja. Zack. Drei schnelle Hiebe und schon ist er weg. Gib Gas, Junge. Hast du noch was zu melden? Nein. Und du da vorne, beweg dich mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wie viel habe ich eigentlich noch hier von 6, okay? Jetzt hau rein, Junge. Ich nicht. Gottloser Heide. Wo? Bleib weg von. Halt mich mir vom Leib! Zack. Oh, Jungs, ey, ihr könnt nichts machen. Ihr seid scheiße. Merkt's einfach mal. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Auf Wiedersehen. Du beweg dich mal schnell, sonst gebe ich den Arschtritt. Bam. Bam. Schau mal rein, Junge. Weil nur, weil du so langsam bist. Was ist das denn mal? Jetzt gib mal Gas, Junge. Oh. Komm mal jetzt mit. Schneller. Ich bin, also. Stirb, Ungläubiger. Haltet sie mir vom Leib! Das war ja ich. Was? 14 von 100, oder? Nicht schlecht. Besser als beim ersten Spielen. Ja, komm jetzt. Sind wir da? Gut. Hier sollte ich sicher sein. Sie. Hallo? Ich glaube, dann waren wir alles. Haben wir alle 6 fertig. Dann können wir jetzt. Na, ich war schon beendet. Dann können wir jetzt direkt noch zum Attentat gehen. Sehr gut. Ach, jetzt komme ich hier schon wieder nicht hoch. Ist doch furchtbar. Wer ist dafür verantwortlich? Ja, ich. Oh. Ihr seid hier nicht erwünscht. Wer, wo? Ach, da oben ist einer. Jerusalemkreuz, 15 von 100. Ja, nicht schlecht, finde ich. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Nein. Oh. Das ist schon wieder eins. Alter. Wie viel ich auf einmal hier finde davon. Entweder ich war früher echt blind. Oder ich bin wirklich nur am Boden rumgelaufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die alle nie gefunden, glaube ich. So viele nicht. Aber also viele ist ja auch relativ. Sind ja. Ich mein Fünftel oder so. Tschüss. Geh, du Bauer. Ah, der Bauer gibt dir gleich eine. Ja, komm. Aber das Armfeld von Jerusalem ist ja auch klein. Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los.
Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, alter Ihr. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Alles klar. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich glaube, den Namen von der Folge. Ja. Angriff auf Maschine in Westecke von Salomons Tempel. Alles klar. Ja, Moment, was habe ich denn da? Ach, ist gar nicht mal so weit, ne? Klettern. Da drüben. Müsste ich eigentlich nur von hier warten, bis er auftaucht? Ne, stört ihn nicht. Da, ich kann ja einfach so frei rumspazieren. Okay. Hätte ich doch perfekt da oben warten können. Oh ja, ich sehe unseren Bruder. Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! So. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Ein Zopf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst. Nein! Wollen wir nicht! Niemals! Dann wollt ihr Taten sehen? Wollen wir! Ja! Hör uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung! Das ist nicht gerecht! Ihr habt kein Recht auf den Tod. Wofür haltet ihr euch eigentlich? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Der Herr verfluche euch alle. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Was so verdammt? Hä, was ist denn jetzt los? Auf, du Wildkerl!
Hä? Warum greifen die mich jetzt auf einmal an? Hallo? Warum greifen die mich an? Warum greifen die mich jetzt an? Hallo? I don't understand. Wo ist der Typ eigentlich? Da ist er. Ich meine, da fehlt irgendwas. Links. Ich metzel euch gerade alle nieder, ja? Das seht ihr schon, ja? Ja, nerv mal nicht. So. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein, nein, ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitet. Ei, ei, ei. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Mhm. Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott. Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Ich kann es. Diese Macht. Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier. Lasst es mich euch zeigen. Das hat sich irgendwie gerade komisch angehört. Ich bin jetzt immer noch vom Honig auf einmal angegriffen, so. Aus dem Nichts. Warum haben die mich aus dem Nichts angegriffen? Ja. Befreien kann ich die nicht. What the fucking hell? Warum? Ich bin etwas... Naja. Oh, nee. Hat er seinen Verstand verloren? Irgendwie, ich glaube, hier hat gerade irgendwas kaputt, ist fehlgelaufen. Ich glaube nicht, dass es so geplant war. Irgendwie glaube ich das nicht. Er hat mich aber mit aus nichts angegriffen. Ich meine mich zu erinnern, dass es hier, jetzt kann ich ja sagen, jetzt eine Falle ist, da wusste, dass wir kommen, aber nicht so. Also er hat dann irgendwie gesagt, so, und hier ist noch ein Ungläubiger, bla bla bla. Unter euch seht, zeigt ihn hervor und hat auf uns gezeigt und hat uns angegriffen. Aber das ist ja buff, zack. Lala. Ich zeige euch, was mit denen geschieht. Zack, Angriff. Ich bin so verwirrt, aber egal. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Mhm. Eine Folge kann ich jetzt noch aufnehmen. Wir müssten jetzt ja, Hallo? Spiel?
zurück zu Al-Mualem. Ach genau, jetzt kommen wir nochmal raus. Schon fertig? Aufstehen. Was immer Sie sagen, Doc. Der wirkt ja gereizt. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Ich nicht. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist... weniger. Ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy. Ja. Miss Dillman, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Ja, gleich. Ich möchte noch vorher. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Ich gucke erstmal im PC. Ich würde gern. Lucy? Bitte, Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ach so. Ja, Moment, ich muss erstmal hier. Einfach meine. Darf ich nicht. Alles klar. Ich gehe ja schon. Ist ja gut. Ich gehe ja schon auf mein Zimmer. Ach genau, die darf uns ja nicht allein lassen. Wie könnten wir sonst was anstellen? Zack, boom, zu. Ja. Huch. Hihi, so, jetzt sind wir wieder raus. Jetzt können wir mal schnell Mails lesen. Wird das jetzt wieder eine längere Folge? Wir selber können jetzt wieder hier rein. Ja, wir dürfen nicht fortsetzen, wir dürfen nur die anderen nochmal spielen. Schade, ich dachte, wir können jetzt so weitermachen. Egal, wir lesen erstmal noch ein paar Mails. Da, da, da. Willkommen, Lucy. Ausgang. Von Lucy Stillman. Fallakte 1394. Layla Marino. Mr. Ricken, ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auf 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Herzlichst, Lucy Stillman.
Ist es Ausgang oder löscht es keine Eingang? Betreff hier. Von Lucy Stillman an Nancy Nyler. Betreff Lina Marino. Liebe Nancy, ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkundigen. Lina Marino. Ich weiß nicht, ob Sie in der fraglichen Zeit bereits bei uns gearbeitet haben, September 2007. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weiteren Informationen zu diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass Ihre Akte versiegelt wurde. Wenn es sich um einen Selbstmord handelte, warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Herzliche Grüße, Lucy Stillman. Miss Stillman, es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angestellte oder die Umstände ihres Verlassens der Firma zu sprechen. Meine Güte. Von Lucy Stillman an Nancy Nyler, Ray, Fallakte 1394, Lam Nancy, ich verstehe nicht, warum diese Informationen so schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hatte, den Bericht eines Gerichtsmediziners zu Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Sie war meine Freundin, ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Lucy. Miss Stillman, leider sehe ich mich außerstande, Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Ricken in CC gesetzt. Bitte wenden Sie sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Vielen Dank. Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem jungen Mann namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Okay. Jetzt gucken wir nochmal, ob die da oben endlich ran können. Das ging ja erst nicht. Vielleicht haben wir das jetzt endlich machen. Interagieren. Ah, ich habe doch den scheiß Access Key. Den habe ich doch gefunden, oder nicht? Wenn ich jetzt doof. Wie viele Server hier rumstehen, aber das ist nicht alles. Hier kann ich nichts mehr genau, weil hier habe ich ihn doch gefunden. Da, soll man duschen hier. Der nächste Morgen. Ich hab sie schon vermisst, Doc. In den Animus. Na, ist ja gut. In den Animus gehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Na, haut rein.